Wir stehen jetzt hier vor den Resten von Phoenix West. Noch bis 1998 hat hier der letzte Hochofen Roheisen produziert, was dann im benachbarten Stahlwerk zu Stahl umgewandelt wurde. All das passiert heute nicht mehr, aber die beeindruckende Industriekulisse, die ist geblieben. Entscheidend für den Standort von Phoenix West war, dass die umliegenden Zechen neben der Kohle auch den Rohstoff Kohleneisenstein förderten, der für die Verhüttung geeignet war. Die Hoffnung damit, die Hörder Hochöfen jahrzehntelang zu betreiben, erfüllte sich zwar nicht, dennoch war dieser Standortvorteil der Anstoß für die Entwicklung der Dortmunder Stahlindustrie. Die ersten Hochöfen produzierten 1855 tonnenweise Roheisen. Im Laufe der Zeit wurden sie immer wieder umgebaut, modernisiert oder komplett ausgetauscht. Zuletzt standen auf Phoenix West drei Hochöfen, von denen der letzte bis 1998 im Einsatz war. Nach der Stilllegung des Hüttenwerks wurde ein Hochofen demontiert und nach China verschifft. Das Gelände wurde 2001 von der LEG erworben. Die Flächen sollen künftig als Technologie- und Dienstleistungsstandort genutzt werden. Ein Großteil des Hochofenwerks wurde unter Denkmalschutz gestellt. Seit der Schließung des Werks wird auch immer wieder versucht, die einst verbotene Stadt der Bevölkerung näher zu bringen. Regelmäßig finden auf Phoenix West Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel die Extraschicht, das Theaterfestival oder der Tag des offenen Denkmals.